Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach mit dem Duplizieren und Rotieren Werkzeug in Affinity Photo ein Zifferblatt erstellst. Dazu zeichne ich als erstes mal einen Kreis vom Mittelpunkt der Zeichenfläche mit einem Durchmesser von 800 Pixeln. Mit dem Zeichenstiftwerkzeug zeichne ich dann das erste Element für die Zwölferteilung. Dann ändere ich noch die Kontur in eine Stärke von 3 Punkten und wähle mir mal glatte Enden aus. Jetzt nehme ich das Rotieren-Werkzeug, den Rotationsmittelpunkt, und ziehe den auf den Mittelpunkt der Zeichenfläche. Und jetzt kann ich mit gedrückter Shift-Taste in 15-Grad-Schritten die Teilung drehen und mit Command J 10-mal duplizieren. Die Teilstriche markiere ich und gruppiere sie mit Command G und gebe dem Ganzen noch einen Namen. Zwölferteilung. Mit dem Pen-Tool oder dem Zeichenstiftwerkzeug mache ich jetzt das Ganze nochmal. Die vorherige Gruppierung habe ich abgeschlossen. Ich zeichne jetzt wieder eine Zwölferteilung, die ich einfach hinterher noch viermal kopieren möchte. Und dann habe ich schon meine 60er-Teilung fertig für die Minutenanzeige. Dazu ändere ich jetzt ein bisschen die Strichstärke und die Farbe. Jetzt muss ich das Ganze noch um 6 Grad drehen. Warum um 6 Grad? Weil 360 geteilt durch 60 halt 6 ergibt. Und so ziehe ich jetzt quasi erstmal den ersten Zwölferkreis fertig, so wie ich das vorhin auch schon gemacht habe, mit diesem tollen Duplizieren-Werkzeug. Dann gruppiere ich das Ganze wieder. Jetzt werde ich diese ganze Gruppe rotieren um den Mittelpunkt, und zwar um 6 Grad. Das mache ich über die Transformieren-Palette bzw. Transformieren-Dialog minus 6 Grad. Das heißt, ich drehe im Uhrzeigersinn. Und jetzt möchte ich die ganze Ebene wieder mit Command J duplizieren und um weitere 6 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Das heißt also, ich mache das jetzt auf minus 12 Grad. Und das Ganze wiederhole ich jetzt mit Command J zweimal. Und schon sind meine Teilungen für die Minutenschritte auch fertig. Jetzt zeichne ich noch eben einen Zeiger. Oder drei Zeiger, Minuten, Stunden und Sekundenzeiger vom Mittelpunkt aus. Das mache ich ähnlich wie ganz zu Anfang. Mit gedrückter Command-Shift-Taste zeichne ich vom Mittelpunkt, ohne die Seitenverhältnisse zu verändern. Mit dem Pen-Tool zeichne ich vom Kreismittelpunkt einfach eine gerade Linie auf die 12. Da konfiguriere ich dann wieder die Strichstärke auf 3 Punkte. Und schon ist der erste Zeiger fertig. Die gruppiere ich wieder, also den Zeiger und den Drehpunkt in der Mitte. Das mache ich in der Ebenenpalette mit Command G gruppieren und das Ganze zweimal vervielfältigen mit Command J. Erstmal benenne ich den jetzt in Minutenzeiger um und dann zweimal Command J umbenennen. In Stundenzeiger und in Sekundenzeiger. Und die möchte ich dann noch ein bisschen rotieren. Dazu nehme ich dann nachher wieder den Rotationspunkt in der Mitte. Aber erstmal nehme ich mir jetzt den einzelnen Stundenzeiger mit gedrückter Shift-Taste und dem Rotationspunkt in der Mitte kann ich das jetzt wieder in 15 Grad Schritten drehen. Und dann werde ich jetzt noch
die Länge des Stundenzeigers etwas reduzieren. Bei dem Sekundenzeiger, die möchte ich in Rot haben. Da ändere ich jetzt erstmal die Farbe, und zwar die Farbe der Kontur auf Rot. Und in der Ebenenpalette mache ich mir jetzt noch von dem Mittelpunkt des Sekundenzeigers eine Kopie. Verschiebe die mal. Ah, jetzt ist es verrutscht. Die wollte ich natürlich noch in dieser Ebene halten. So, direkt über den Sekundenzeiger. Jetzt passt das. Und dann möchte ich die Ellipse bzw. den Kreis des Sekundenzeigers auch rot einfärben. Der ist jetzt natürlich verdeckt durch den schwarzen oben drüber und den möchte ich ein bisschen jetzt größer machen, den roten. Der ist ja noch markiert in der Ebenenpalette. Mit gedrückter Command- und Shift-Taste wieder vom Mittelpunkt aus vergrößern. Den Sekundenzeiger insgesamt etwas länger machen. Und den möchte ich jetzt auch noch von der Kontur etwas schmaler gestalten. Und dann werde ich den jetzt auch noch ein bisschen rotieren. Mit gedrückter Shift-Taste über den Mittelpunkt, nicht vergessen, den Rotationspunkt. Kann ich jetzt den Zeiger drehen und mir auf die Position stellen, die ich gerne hätte. So, ich hoffe, ihr habt in dem Video einiges gelernt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.